Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Home Assistant Tutorial Video. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr den Coastal Wechselrichter in Home Assistant integrieren könnt. Im nächsten Video werde ich euch dann das Energie-Dashboard zeigen. Um den Coastal Wechselrichter einzurichten, klicken wir auf Einstellungen, Geräte und Dienste und klicken rechts unten auf Integration hinzufügen. Dann suchen wir die Integration Coastal aus und dann haben wir hier den Coastal Wechselrichter. Den klicken wir an, geben hier oben die Hostadresse ein und das Passwort, welches wir uns für den Coastal Wechselrichter auf der Web-Oberfläche ausgewählt haben. Die Angabe des Passwortes klicken wir auf Absenden. Während ich das Ganze jetzt mache, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr diesem Video ein Gefällt mir gebt oder dieses Video kommentiert. Solltet ihr bisher meinen Kanal noch nicht abonniert haben, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Vielen Dank! Nachdem der Wechselrichter nun hinzugefügt wurde, können wir unseren Plenticore-Wechselrichter einem Bereich hinzufügen. Ich mache das Ganze hier einmal nicht und klicke dann auf Fertig. Zur Geräteübersicht haben wir jetzt hier unten den SCB, unseren Coastal Plenticore. Und wenn wir hier auf die Sensoren auf das Gerät klicken, dann bekommen wir die Informationen, welche Sensoren vorhanden sind. Und wir sehen zusätzlich, dass 68 Entitäten versteckt sind. Das Ganze wollen wir einmal ändern, indem wir uns nochmal zurückklicken auf Zurück hier oben. Und dann gehen wir nochmal auf die Entitäten. Und die markieren wir alle. Und dann aktivieren wir die ausgewählten. Und damit haben wir keine versteckten Entitäten mehr. Und das Ganze möchte ich aktivieren. Dann klicke ich auf Aktivieren. Und dann habe ich zwar zunächst in meinem Dashboard mehrere oder alle Entitäten vorhanden, jedoch kann dann auch aussuchen, welche Entität ich brauche bzw. welche ich dann im Nachgang deaktiviere. Nun, im folgenden Schritt möchte ich gerne alle Entitäten zu meinem Dashboard hinzufügen. Das mache ich über Einstellungen, Geräte und Dienste. Gehe dann hier unten auf ein Gerät und jetzt sehen wir auch, dann sind alle unsere Entitäten jetzt hier hinzugefügt und wir sehen auch, das sind ziemlich viele und klicken dann zum Dashboard hinzufügen und dann auf zum Dashboard hinzufügen. Und in der Folge müssen wir dann schauen wir uns die Übersicht an und sehen hier alle zum Dashboard hinzugefügten Entitäten unseres Coastal Wechselrichters an. Nun einmal die Home Assistant Sensoren neben die Sensoren des Coastal Dashboards nebeneinander gelegt und möchte euch gerne zeigen, wir sehen hier einmal die AC Power. Beziehungsweise die Solar Power ist das Ganze, denn wir haben hier im unteren Bereich haben wir die Solar Power stehen und Solar Power ist identisch mit der erzeugten Energie, die wir hier haben, also 2900 Watt haben wir hier auf beiden Geräten. Wir haben hier aber auch die Grid Power. Also Grid Power beschreibt dann diesen Wert hier oben, der hier nach oben zur Einspeisung geht. Als auch die Home Power. Und die Home Power, die haben wir hier mit 427 Watt eingegeben. Wenn wir jetzt im Coastal unter Menü und Momentanwerte klicken,
können wir sehen, dass wir die Hausverbotswerte haben, hier aus dem PV und aus dem Netzbereich, beziehungsweise die einzelnen DC-Eingänge. Die können wir uns natürlich hier auch anzeigen lassen und die Werte sind logischerweise identisch. Und zwar müssen wir mal gucken, wo haben wir sie denn? Da haben wir sie. Da sind die DC-Werte, die hier identisch sind. Vorgriff auf das Energiedashboard fehlt uns bei den Kostal-Wechselrichtern eine Entität, und zwar der Wert der Netzeinspeisung. Um diese Ganze einzurichten, klicken wir in die Configuration.yaml über den File-Editor und tragen folgenden Text ein, unseren Modbus-Text ein und geben hier die IP-Adresse des KSEM, also des Kostal Smart Meters. Und danach klicken wir auf Entwicklerwerkzeuge und prüfen zunächst die Konfiguration und starten das Ganze neu. Im KSEM Web Interface müssen wir noch unter Modbus den Slave aktivieren, und zwar den TCP. Und nachdem nun Home Assistant neu gestartet ist, haben wir die Möglichkeit, über Entitäten die Entität Netzeinspeisung Energie-KSEM hinzuzufügen. Und klicken wir auf Speichern und damit sehen wir hier die Netzeinspeisung. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und wir sehen uns im nächsten Video wieder, wo wir uns um das Energiedashboard kümmern werden und die Einrichtung erledigen werden. Bis dahin und tschüss!